Bist du der Letzte? Da ist die Höhle, die ich meinte. Hier, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo eine Drachenwurzel ist. An einem Stein oder so. Oh, da sind ja noch mehr. Okay, nur noch einer. Steintafel. Sag mir, dass es eine Stärke-Steintafel ist. Komm, das wäre so episch jetzt. Einhandkampf. Was soll ich denn damit? Ich habe schon 55 Einhänder. Total unnütz. Jagdbogen und Pfeile. Den Jagdbogen kann ich sogar anlegen. Das ist der stärkste Bogen, den ich anlegen kann, weil ich so wenig Geschicklichkeit habe. 42 habe ich. 42? Okay. Trank. Komm schon, wo ist die Drachenwurzel? Die muss hier irgendwo sein. Boah, ist die ernsthaft da unten? Das könnte sein. Ich speichere, renne runter und guck mal. La la la. La la la. War die jetzt da oder nicht? Nee. Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo eine ist. I don't give a fuck. Drachenwurzel. Drachenwurzel. Drachenwurzel, Drachenwurzel, ich rufe dich. Irgendwo an einem Stein. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Okay, das ist sogar sehr wahrscheinlich. So, und jetzt gehen wir noch in die Gruft und das war's dann auch in diesem Abschnitt. Dann gehen wir ins ehemalige Orkgebiet, was trotzdem voller Orks ist. Da können wir dann noch ein bisschen leveln und ja. Level up und dann ganz viel auf Stärke und Drachenschneider anlegen und noch besser sein im Töten und... Oh, jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Cool. Wasser. Hier sollte es eigentlich nicht schneien. Hier ist kein Schnee. Logikfehler. Skullman. Double Skullman. Thank you.
Level 28. Rune. Was für eine Rune war das denn, bitte schön? Rune, Rune, Rune. Eispfeil. Kann ich nichts mit anfangen. Wenn ich doch nur ein Magier wäre. Ganz am Ende von Gothic 1 waren wir so ein bisschen Magier. Ich habe mich zum Wassermagier gemacht und dann halt die restlichen Lernpunkte, die ich in nichts mehr investieren konnte, dann alles halt auf die Magiekreise gepackt. Und dann war ich ein Hardcore-Kämpfer und ein mittelmäßiger Magier. Ich hatte den dritten Kreis der Magie erreicht. Von 6. Das war dann schon Knorke. Hat mir aber nichts gebracht. Bisschen laut. Spiel. Hör auf damit. Ein Skelettmagier. Hoffentlich ist er nicht so abfuck wie in Gothic 1. So, kurz speichern. Die bringen auch 300 Erfahrungen. Das ist ja mal richtig übertrieben. Ja, ich brauche nur noch ganz wenig. Skelettmagier. Boah, Nene. Ja, genau, jetzt beschwört der Skelette und die töten mich dann. Ja, sicher. Ich muss schnell zu dem hinrennen und den einfach schlagen. Somit unterbreche ich nämlich auch seinen Zauber. Genau so. Yeah, geil. Geil. Mana-Trank. Also ein Permanent-Mana-Trank. Trank. Geweihtes Wasser. Hier haben wir in Gothic 1 den Fokusstein abgeholt. Mit Milton. Ist hier hinter was? Nö. Eine Truhe noch und das war's dann. Links, rechts. Und ein Trank. Ich will Stärketränke, Leute. Elixier des Geistes bringt mir nicht so viel. Ich habe sowieso schon viel zu viel Mana dafür, dass ich ein Krieger bin. Ja, schon 84. Ich habe keinen einzigen Lernpunkt für Mana ausgegeben und habe 84 Mana wegen Dunkelpilzen, solchen Tränken und andere Boni, die man überall kriegt. Da ist wenn man Magier ist, dann muss man kaum Lernpunkte für Mana ausgeben. Alles nur in die Magiekreise. Schon heftig. Das Spiel ist, glaube ich, am allereinfachsten, wenn man Magier spielt. Ich meine, als Bogenschütze oder Armbrustschütze ist das Spiel auch schon so unglaublich leicht. Aber dann noch als Magier. Mit so viel Mana und dann noch so harten Zaubern, die auf jeden Fall auch immer treffen. Ja, Zauber treffen immer. Also fast immer. Nein, ich wollte diesen... Ach, egal.